Der Wald ist fast komplett niedergetrampelt und total zerstört. Mäuse haben ganze Arbeit geleistet in der halben Stunde, die die hier waren. Ihr seht es auf jeden Fall hier. Deswegen, wenn ihr Mäuse habt, dann macht euch nicht zu große Hoffnungen. Jetzt habt ihr keinen Bock. Macht euch nicht zu große Hoffnungen, dass ihr da sonderlich viel von den schönen Gebauten behalten könnt. Ein paar Bäume bleiben hier noch übrig. Aber die Mäuse machen das schon selbst. Hier ist es, die Coca-Cola-Werbung schmeißen die nicht um. Hier liegt was in der kleinen Sandgrube. Hm? Liegt da was in der Sand? Ja. Das ist Drake. Und das ist Josh. Hm? Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei dem neuen Zuhause. Ihr seht schon, hier geht's wieder richtig ab. Geht Drake, ja, hier geht's richtig ab. Mami gerade was zum Essen. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim neuen Zuhause. Ciao. So Leute, damit verabschiede ich mich. Ihr seht, die Mäuse sind wohlauf, haben jetzt schon in ihrem Nest gebaut, haben jetzt schon viel gekramt. Da ist ihre Kokosnuss, wo die immer zusammen drin schlafen. Und dass sie essen, trinken, alles mögliche. Rennrad haben sie wieder leicht vergraben. Ja, und das ist ihr Maiskolben, an dem knabbern sie immer ganz gerne. Müssen wir jeden Tag eigentlich neue holen, weil die fressen die so schnell weg. Ihr seht es auch schon. Die haben das richtig vermisst. Habt ihr beiden noch was zu sagen? Nee, wahrscheinlich. Hm, wie lecker. Ein paar Bäume hier stehen tatsächlich noch, was unglaublich ist. Ich habe dir noch was Heu reingetan und noch zwei Papierrollen, womit die dann noch ihr Nest ausbauen können. Und ansonsten verabschiede ich mich hiermit auch im Namen von Drake und Josh und von meiner verschlafenen Katze, die die auch gerade beobachtet hat. Und ja, Leute, ich hoffe, diese Mehrzahl hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihnen doch beide einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Ihr wisst wahrscheinlich, wie es geht. Einfach auf Abonnieren drücken. Auf diesen auffälligen roten Knopf da unten bei meinem Kanalbanner. Jedes Abo zählt für mich. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, über jeden Daumen nach oben. Ich schätze es wirklich sehr wert als eher kleinerer YouTuber. Und ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Das nächste Video, was ich mache, wird entweder Wetterwissen oder wieder eins von eine Folge Meine Träume werden. Wir werden einfach mal gucken, aber die beiden werden auf jeden Fall kommen. Nur welches zuerst kommt, weiß ich noch nicht. Werde ich nochmal gucken. Und ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.